Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt-Video. Denn es ist Samstag, unsere planmäßigen LPs sind vorbei. Es gab wieder die Woche PUBG, es gab wieder Vigor, es gab Halo. Und jetzt ist Samstag. Und was spielen wir da eigentlich, Vogelmann? Was spielen wir da? Wir spielen MudRunners. Wow! Das klingt nach purer männlicher Action. Verbindung zum Spiel. Motoren-Action. Ich muss dazu sagen, ich habe MudRunners bis jetzt einmal gespielt, und zwar das Tutorial. Und ich auch. Ja. Das klingt interessant. Ich weiß nicht, kann ich jetzt auch ein Auto aussuchen oder muss ich dasselbe Auto nehmen wie du? Höchstwahrscheinlich. Wir müssen auf der Map auf jeden Fall. Das müssen wir machen. Wir müssen. Liefere 8 Beladungspunkte an jedes Sägewerk. Das heißt, ich baue gerade hier drüben das Fahrzeug. Ja gut. Hä? Tankstelle haben wir hier. Immer Stammausgabe. Ich habe schon mal den Motor gestartet. Ja, ich grüße dich schon mal kurz. Wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln. Holz sammeln, das heißt also, wir brauchen einen Anhänger. Scheiße. Nicht verfügbar. Genau. Ich nehme. Kurzer Holzanhänger. Ich habe einen kurzen Holzanhänger. So, bitteschön. Ah, wir müssen zusammenfahren, kann das sein? Nee. Ich denke schon mal schon, also ne? Ich hab mir einen Holzanhänger dran gemacht. Ich auch. Also ich bin hier in mein Auto. Ich auch. So, ja, na dann. Handbremse aus. Würde ich sagen, wo ist denn die Karte? So, zeig mal her, wo müssen wir denn hin? Ach, wird gar nicht angezeigt, oder was? Wo das Holz ist? Hier hinten, Sägewerk. Nee, da müssen wir, da müssen wir das Zeug hinbringen. Genau. Wo müssen wir das Holz holen? Ja, wir spielen unseren Simulationsmodus. Und das heißt, wir müssen erstmal die Lagerstätte suchen. Das ist nicht dein Ernst. Aber ich glaube, da oben, Stammausgabe. Alter Schwede. Wo ist denn das? Oben links auf der Karte. Nee. Doch. Wie sollen wir denn da hochkommen? Willst du mich verarschen? Das ist ja. Willst du mich verarschen? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Strecke rechts der Hauptstraße folgen. Bis zum kleinen Fluss. Ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Scheiße. Okay, ich mach vor, okay? Ja, pass auf, dass ich nicht dran. Ich mach jetzt mal Allrad rein. Und denk dran, die Fahrzeuge haben. Schadensmodell, aber ich glaube, ich muss erstmal eins machen und zwar den Ton ein bisschen weiter runter. Sonst hören uns die Leute nicht mehr, wenn wir hier mit den Ton. Kann man hier die Musik irgendwie einschalten, ja? Den Ton kann man gar nicht hier regeln, kann das sein? Nee. Ja, super. Das heißt, wir müssen jetzt laut schreien oder was? Vermutlich. Oh, man, du kommst, ja? Okay, jetzt kommst. Angeleckt. So wie du geleckt auffährst. Leck mich doch am Arsch. Ich kann da jetzt nicht so weit dahin fahren, um Holz zu holen. Ach, du Scheiße. Wochen 8 Stück. Was ist denn das für eine Straße hier, bitteschön? Ich sehe gerade noch was anderes, Vogelmann. Was denn? Was haben wir denn an Benzin? Tankstelle ist auf dem Weg. Tankstelle ist auf dem Weg, okay. Meinst du, wir schaffen es bis zur Tankstelle? Hoffe ich doch. Geh mal in die Innenperspektive rein. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Bin ich noch richtig? War ich noch richtig? Oh, der Hauptstraße, ja, ne? Das wir fahren richtig. Nennen das nicht Hauptstraße hier. Das ist Krampf. Alter. Hier können wir ja noch mit Automatikkupplung fahren, ne? Also man kann natürlich auch selber schalten, liebe Leute. Also für die das Spiel noch gar nicht kennen, selber schalten kann man natürlich auch. Also einfach den rechten Stick reindrücken und dann halt so tun, als ob man eine Gangschaltung macht. Achtung, da liegen so überall ein paar Fuck. Ja, ich sehe schon. Ja, du kriegst es mit, ne? Versuch mich hier irgendwie durchzubrechern. Ich habe mal meinen Anhänger abgekoppelt. Falls du mal irgendwo stecken bleiben solltest, kann ich dann die Winde rausholen. Alter! Ja. Boah, bis jetzt komme ich gut, aber sag mal, wie lange brauchen wir denn, wenn wir jetzt nur auf so einer Straße fahren?
Alter, da sind wir übermorgen noch nicht an dem Ziel. Was hast du lang? Aua. Was hast du denn da? Gegen die Wind, gegen den Baum fahren. Aber so ganz so top sind die Online-Server hier nicht bei dem Spiel, kann das sein, weil du bist so ziemlich leckily. Also dein Otto. Du auch. Warte mal. Ich guck mal kurz. Wenn wir fahren jetzt. Fahren wir ein bisschen weiter hier, voraus. Nee. Wo soll denn da die Tankstelle sein? Ach, da oben, da oben! Ja, ja. Ach, du Scheiß. Mach das sowas nicht, ey. Muss mit den Lenken erstmal klarkommen, ne? Dass der Reifen das ein bisschen braucht, um zu lenken. Du bist jetzt natürlich ziemlich schnell, aber wenn du jetzt ohne Anhänger, das bringt uns doch nichts. Du brauchst du auch Holz holen, oder nicht? Ja, ich hab doch einen Holzanhänger drauf. Wie hast du das da drauf gemacht? Du hast auch einen drauf gemacht. Ach so, warum habe ich denn den Anhänger noch zusätzlich? Weil wir brauchen 8 Punkte. Ich glaube, das Holz, was wir holen, du kannst ihn eigentlich abkoppeln. Wir brauchen nur 8 Punkte. Und der Anhänger, nee, den wir haben... Nee, ich lasse ihn jetzt dran. Okay. Nein, ich und mein Anhänger. Wir schaffen das jetzt zusammen. Oh, hier geht's so ein bisschen bergab, das ist super. Was heißt denn so? Links. Oh, hab ich mich erschrocken. Das war gerade ganz laut über meine Anlage. Warte mal, mach mal nicht so schnell. Ich komme nicht so schnell mit meinem Anhängerchen. Kann ich eigentlich die Winde, warte mal, kann ich die Winde an dein Auto dran machen? Bleib mal vor mir stehen. Ich würde es mal interessieren, ob wir die Kraft von beiden Fahrzeugen nehmen können. Pass mal auf. Ja, kann ich. Kann über die ranmachen. Halten. Guck. Warte mal, Winde? Bietet Toni dir Winde an. Das musst du nur annehmen. Wo nehme ich es denn? Ach, da steht ja. Aber wie drücke ich auf ja? Mit dem linken Stick? Irgendwas? Über Steuerkreuz? Nee. Links, nee. Rechts? Nee, links, rechts auch nicht. Winde anbringen. Und das kommt einfach nur fahr mal. Du bist doch cool. Na, irgendwie nicht. Doch, ich finde das super. Ich zieh mich gerade an dir ran. Ja komm, mit gehangen, mit gefangen. Nee, ich bin nicht. Ich bin das Kacke. Och Mann. Soll ich wieder abmachen? Ja, geht das? Da geht das. Warte, halt, falsch geklappt. So, lösen. Okay, kannst wieder. Gut. Wo müssen wir jetzt lang? Ein bisschen nach rechts. Wir müssen gleich durch den Fluss. Da kann ich dich gerne durchziehen. Ja. Ob ich da deine Almosen brauche. Ach, da jetzt wieder nicht. Du wirst nur was. Wirst nur mal gucken, ob du dann zur Tankstelle vielleicht fahren musst. Ach ne, du kannst ja gehen. Ja, du hast ja nichts drauf. Hätte vielleicht einer von uns irgendwie einen Tankbehälter mitnehmen sollen. Oh, jetzt kann es gefährlich werden, ne? Hier ist. Ja, ich sehe schon. Ich gehe auch gerade wieder in die Außenperspektive. Boah, Matsch! Okay. Na, los, fahr! Oh, Scheiße. Hier ist ganz schön viel Matsch. Wer hätte das gedacht in Marwana? Boah, der Fluss, der. Den will ich schon schieben, ne? Ist der heftig? Warte mal, wenn du drüben bist. Mach mal stopp. Ja, warte, ich muss jetzt mal raus. Noch. Scheiße, so. Du bist nicht im Bereich der Winde. Komm mal ein Stückchen zurück. Nee, da ist Wasser. Jetzt komm ich nicht raus. Warte, ich probier's mal so. Warte, vielleicht kann ich jetzt die Winde. Nee, immer noch nicht drin im Radius. Ach du heilige Scheiße. Und das auf einen Samstag, Freunde. So, warte, bleib stehen. Ja, fahr da nicht weg. Der fährt immer weiter weg, der Sack. Warte mal, ich glaube, ich schaff's so. Ja, schaff's so. Aber wir haben noch einmal kein Gewicht vor. Alter. Nee, warte. Ich glaube, ich komme nicht hoch. Doch. Oder? Der braucht noch ein bisschen. Ich mach gerade so ein bisschen links-rechts Lenkung. Ja, ich komme hoch. Jetzt müssen wir links lang mit meiner Tankstelle. Aber mein Benzinverbrauch ist schon die Hälfte, ne? Von mir auch. So, ich hoffe, die Leute können uns da draußen hören. Moin Joe im Chat. Moin. Ich hoffe, wir sind verständlich. Ich weiß, es sind lauter Motorengeräusche und so. Boah. Aber sieht schön. Ja,
hat eine Stimme. Wir fahren aber zur Tankstelle, ne? Ja, genau. Die Straße links müssen wir dann fahren. Alter, du bist übel schnell, ne? Du bist fast weg. Oh. War ich wirklich viel zu schnell gerade. Ich wäre fast gegen den Baum gefahren. Aber ich muss auch schnell fahren. Guck mal, mit einem Hänger hier hochzukommen, ey. Ach du Scheiße. 60 Liter, ich seh Höchstverbrauch hier. Das ist aber der Lichtschalter, oder? Ja. Was nicht wieder angemacht. Kann man hupen? Ich weiß ja nicht, wird das ja eigentlich dunkel hier? In dem Spiel? Kann das dunkel werden? Ich glaube ja. Marcel hat nicht geantwortet, also schaue ich jetzt hier zu. Ja, der Vogelmann, der hat den Twitch-Chat nie auf, wenn er die Aufnahme mitmacht. Richtig. Bei mir läuft es immer nebenbei mit, will ich das Ganze mal überprüfen von den beiden. Deswegen gute Entscheidung. Kannst du uns einigermaßen hören? Hört man uns einigermaßen? Genau, gehen wir auch wenn die Motoren an sind? Das wäre mal noch interessant zu wissen. Steckt mal fest, Alter. Alter, macht keinen Scheiß jetzt hier. So habe ich mir meinen Samstag nicht vorgestellt, wo mein Ackern. Versuch irgendwie links lang zu fahren. Wieso? Da steckst du so gut wie. Ich stecke doch gleich fest. Na, dann nimm die Winde. Nee, ich mach links, rechts, sag ich. Das geht. Aber fahr auf jeden Fall nicht mit dem Eingang da durch. Nee, dann fahr ich nicht da durch, auf keinen Fall. Das ist Wahnsinn. Schaden habe ich bis jetzt noch null. Das Feeling ist auf jeden Fall da, aber man kann euch verstehen. Okay. Gut, danke schön für die Info. Das ist immer nicht so leicht. Ne? Wir haben es ja bei Halo gemerkt. Halo war ja die Woche echt extrem laut. Guck mal, da vorne geht's wieder. Pass mal auf, dass du mir nicht reinkrabbelst. Nee, nee. Ich warte das mal ab. Das ist durchgefahren. Ich fühle mich richtig geil. So richtig Männeraufgabe hier. Sonne Team Wohnmann, die Mudrunner. Wir nehmen ihn direkt mit. Ah, steht total drauf. Aber ich muss wirklich sagen, die Fahrphysik ist wirklich toll. Auch im Tutorial, diesen LKW, den ich da fahren durfte. Mit diesem Hänger und dann rückwärts einparken. Mensch. Das ist schon ein cooles Feeling. So, warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, da vorne kommt dann auf jeden Fall nochmal eine riesengroße Wasseranlage. Die Tankstelle sehe ich auf jeden Fall schon mal, wenn es die ist. Wie, du siehst sie schon mal? Ich sehe sie schon. Echt? Mhm. Durch den Wald. Ach was. Scheiße. Was denn? Muss ich vorausfahren, dich rausziehen? Naja, ich weiß noch nicht. Ich steck auf jeden Fall. Achtung, ich komm von links. Ja, ich sehe dich. Lecky-mäßig anfahren. Spielt ihr Simulation? Ja, natürlich spielen wir Simulation. Na, aber. Eine Vollprofi. Nur die Harten kommen in Garten. Ich habe schon 10 Minuten Tutorial gespielt. Natürlich spiel ich Simulation. So, ich bin schon da. Ja, alles sehr cool. Ich hab mich aus dem Dreck. Erstmal tanken. Liegt ja zum Glück auf dem Weg. Alter, weißt du vor allem, wie weit wir dann wieder zurückkommen müssen, um das Holz wegzubringen? Und vor allem dann voll beladen. Ich weiß nicht, ob das doch. Ich hab dann voll getankt. Ein bisschen voll getankt? Jetzt nicht so schnell. Du musst dich einfach nur hinstellen, bis er dann. Bis die Markierung rot ist und dann warten, bis er so ein Klickgeräusch macht. Ein Klickgeräusch? Okay, warte, dann sei mal leise. Das möchten wir jetzt alle hören da draußen, wie es jetzt Klick macht. Voll. Gut. Wunderbar. Boah, auf einmal habe ich aber auch hier wieder eine Power. Mhm. Ja. Aber nur kurz. Oh, jetzt wird's. Ich glaube, da war noch. Warte mal kurz, ich muss kurz einen Blick auf die Karte werfen. Warte mal, er hat was geschrieben im Chat. Dann könnt ihr die Nacht nicht überspringen und ihr müsst eine Werkstatt aufsuchen, um euren Kram zu montieren, weil er selbst aufladen müsst. Sorry fürs Spoilern. Was? Wie? Selbst aufladen? Was meint er damit? Vogelmann? Weiß ich nicht. Wir müssen eine Werkstatt aufsuchen. Weiß ich nicht. Finde ich uncool. Ey, wir fahren aber weiter. Na doch. Doch, wir haben schon viel geschafft. Doch, doch.
Das schaffen wir. Wir fahren jetzt erstmal da hoch. Das wird schon klappen. Wir fahren das auf jeden Fall durch ein Gebirge, ne? Wir lassen uns jetzt nicht verrückt machen hier. Echt jetzt, ne? Durchs Gebirge? Ja. Schon geguckt auf der Karte. Alter. Boah, hab Schaden bekommen. Alter. Fahr bloß nicht auf den Stein drauf, wie, ne? Was? Der kleine Stein hat mir richtig Schaden verpasst. Also ich hatte jetzt auch keinen Bedarf jetzt gehabt irgendwie auf den Stein. Ich möchte gern noch jungfräulich bleiben mit dem Schaden. Gute Sache. Links lang. Oh ja, hier geht's kurz ein bisschen bergab. Ah, die Steine meinst du, okay. Ich lass dich jetzt mal entscheiden. Links oder rechts? Beides ist scheiße. Warte, ich guck mal auf die Karte. Links geht schneller, aber das hält die Bürge, ne? Oder rechts durch das ganze Moor da, ne? Links. Gut. Komm schon. Jetzt schaffen wir. Da kriegt man mal Power, Alter. Ja, das freut mich für dich. Du schleppst ja auch nicht hier so einen Anhänger hinten dran. Ja, ich kann die Wickeln schon mal ein bisschen ausdrücken schaffen. Aber ich glaube, wir sind falsch vorgegangen. Ich glaube, jeder von uns hätte was anderes nehmen sollen als extra. Bin mir nicht sicher. Oh ja, jetzt hier ging's gerade ordentlich Speed. Oh, Alter, ich komme hier gerade, ne? Baldi. Ach so, du kommst schon. Ja, ich habe einen Schmackes hier auf einmal darauf gehabt, du mein lieber Johnny. So, mit Geschwindigkeit runter. Jetzt und geht's hier aber vorwärts. Wow, Alter. So. Und liebe Freunde, das ist natürlich jetzt einfach mal so ein Samstag angezockt Video von uns, ne? Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt von Madonas, soll ja Leute da draußen geben, die sowas spannend finden, dann könnt ihr das natürlich einfach mal reinschreiben. Ansonsten lassen wir das jetzt bei den einmaligen Streaming-Versuch hier. Aber wie sag mal so, mir macht das Spaß. Ne? Ja, mir macht auch Spaß. Also. Aber das ist, es macht halt Spaß, weil man es spielt, denn es ist wirklich anspruchsvoll. Das zu fahren und die Sachen zu machen. Also das ist schon cool. Sind wir noch richtig? Ja, ja. Alter, du machst da einen ganz schönen Huckel. Boah. Alter. Nicht kippen, Alter. Bloß nicht kippen. Au, au, Achtung, 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 komm mal. Aber ich habe noch keinen Schaden. Achso, jetzt sah das so aus, als dein Auto kommt. Okay, rechts links ist schon mal out of map. Warte mal, rückwärts. Das steht da oder was? Out of map? Und wenden. Ach. Ja, rechts, rechts und dann. Ja, wir sind fast da. Rechts. Tatsächlich? Cool. Ja, müsst ihr vorne lang und dann irgendwo müsst ihr eine kleine Lichtung kommen, wo wir dann links fahren. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Mit dem haben wir auch schon ein bisschen aufgedeckt. Ziemlich gut. Ah. Hier kleinen Klammloch. Warte mal, ich glaube, ich hänge hier gleich mit meinem Hänger fest. Aber, nee. Gut. Reise hier hoch. Ich muss mit Schmackes wieder runterfahren, ne? Guck dir das an. Wie mit Schmackes wieder runter. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß! Ich gebe ein Ja für Madonas. Schreibt er gerade im Chat. Der Toni. Achtung, Achtung, ich komme. Zack. Warte mal, jetzt wird's aber interessant, ob ich mit den Anhänger hier rauskomme. Ja, nee, falls ich dich. Nee, ich brauch's nicht zum Ziehen. Bleib stehen. Winter anbringen. Okay, nimm mal an. Das nochmal. Ja, warte. Ich habe das Problem wie du jetzt gerade. Scheiße, warte mal, ich hab's glaube ich gerade raus. Mach du einfach mal Winter anbringen bei mir hinten. Also jetzt. Hab ich? Perfekt. So, ich zieh mich ran. Jo, okay. Hast du. Binde ausmachen. Gut, ich lass wieder los. Gut. Sehr schön. Weiter geht's. Eieiei. Siehst du noch nicht, mein Freund. Ach man, ich wollte mal wieder dich erschrecken. Und? Wie weit. Oha! Oh, sag mal, dass es hier auch immer so schnell geht. So, warte mal kurz. Oh! Wir sind ja schon da. Jetzt müssen wir komplett nach links. Nach links gefällt mir. Ja.
Hier lang? Ja, da vorne, ne? Ja. Mensch, hat ja nur 20 Minuten gedauert. Alter, ich steck fest. Vogelmann, ich steck fest. Komm zurück. Komm zurück. Nee, schaffst du. Versuch nochmal. Ja, ich mach mit links-rechts Lenkung wieder. Ja. Hab mich freigegraben. Mann, ey. So, Holzaufgabe. Ja, mein Glück. Jetzt wird's und interessant. Und fehlt das Werkzeug. So, und? Mach jetzt nicht Werkzeug. Achso, Mittelstange kurz rechts. 4 Punkte Mittelstange. Halten. Mach mal Platz, ich will irgendwas haben. Kann ich mich neben dich stellen? Ach, ich weiß, was er meint. Was denn? Wir müssen das Holz was? Mit dem Kran ja, auf unsere Auto bringen. Ja. Warte, Motor abstellen. Ja. Ja. Mein lieber Freund. Ja. Was, mein lieber Freund? Was, mein lieber Freund? Wir brauchen eine Werkstatt. Ach, deine Mutter braucht eine Werkstatt, Alter. Wo finden wir jetzt hier eine Werkstatt? Ich würde mal sagen, hier oben könnte eine sein. Guck mal hier. Also die Straße einfach hochfahren. Ich glaube also nicht, dass die so weit weg sein wird. Weil. Ach doch, da hier war eine Tankstelle. Was denn? Oben rechts saß die Werkstatt. Du meinst das hier mit den D535, wo das Auto steht, oder was? Nee, ganz oben rechts auf der Map. Da steht Werkstatt und Tankstelle. Da wo schwarz ist. Ach, hier geht's noch weiter. Sag doch, wo schwarz ist. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Wir fahren das nicht wirklich bis dahin noch. Wir fahren bis dahin und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Oh, okay. Na dann los. Auf zur dann Werkstatt. Dann bring ich das nämlich an und dann ballere ich dich einfach. Warte mal. Den Anhänger kann ich doch hier stehen lassen. Ja, kannst du auch. Dann habe ich meinen Anhänger hier hergebracht. Ah, das fühlt sich wie eine Erleichterung an. Von der Anhänger. Ja gut, das war dann danke für den Tipp an deinen Abonnenten. Ja, auf jeden Fall. 1,8 Kilometer in 20 Minuten ist eine Bilanz. Was heißt, ist eine Bilanz? Ist das gut oder ist das schlecht? Meinst du das jetzt sarkastisch? Das muss ich jetzt schreiben. Ich kenne mich ja nicht aus, Mann. Ich habe das Spiel 10 Minuten gespielt hier im Tutorial. Verdammt. Ich auch. Ich weiß doch nicht, ob sowas gut oder schlecht ist. Mach mal dein Licht an langsam, glaube ich, ne? Weil wie geht ein Licht an? Es wird dunkel. L1, also LB. Ah, sehe ich schon. Und neblig. Jetzt kann man hupen, das hast du mir immer noch gesagt. RB. Also dafür, dass ich das kleine Tutorial nur ein bisschen gespielt habe, weiß ich mehr als du. Das ist auch lange her. So, jetzt geben wir aber Gas. Schöner Weg hier. Jetzt machen wir alles wieder wett. Warte mal, ich guck mal, ja. Ihr braucht aber 4 Werkstattpunkte, die freizuschalten, wie jetzt. Vogelmann, der meint, wir müssen noch viel mehr machen als wir. Das ist gefährlich. Oh, jetzt musst du Cockpit fahren, jetzt ist geil. Oh, das ist dreckig. Ich liebe Dreck. Oh ne, Cockpit frei, ich weiß. Oh, das kommt voll geil. Ich liebe Cockpit. Und gerade mit so einem riesen Ding, ja? Oh, ich glaube, ich steck fest. Ne, alles gut. Boah, jetzt wird aber mega dunkel. Geil, Alter. Jetzt muss ich gut fahren. Oh! Alter. Warte, kleiner Puls. Ah, ich komme. Weißt du, was du mal machst? Achso, die Werkstatt Alter, ist gesperrt. Ich seh schon. Wie? Die Werkstatt? Achso, das ist das, was er geschrieben hat. Also werdet ihr in der Werkstatt nicht nutzen können. Von der Werkstatt am Anfang hättet ihr Werkstattanhänger mitnehmen müssen, um die Werkstatt, zu der ihr jetzt hin wollt, freizuschalten und zu nutzen. Nein! Aber wir könnten nochmal den Beobachtungspunkt hier freischalten, oder nicht, oder? Welchen Beobachtungspunkt? Der hier in der Nähe ist, damit die Karte mal aufgedeckt wird. Weil wir spielen ja quasi auf unseren eigenen Server hier. Ja, komm, dann machen wir das noch. Und dann wissen wir Bescheid. Und beim nächsten Mal starten wir eine richtig coole Folge. Und dann wissen wir Bescheid, wie alles geht. Hust. Richtig. Oder wir spielen den leichteren Modus, den Raketenmodus. Nee. Oh, gefährlicher Wasserstand. Wie gefährlicher Wasserstand? Warum fahr ich denn hinterher? Fahr ich den Winter?
Ja, viel Spaß beim Auslaufen. Warte, ich Seilwinde kannst du gleich bei mir dran machen, warte. Falls du nicht rauskommst, oder schaffst du es? Papa. Tschüss. Doch, schaff ich. Doch, ich schaff es. Naja. Gib Gas. Alles halb so gut. Wobei, warte. Ja doch. Wobei was. Warte mal, ich mache mir jetzt aber erstmal einen Punkt dahin. Beobachtungspunkt, da. So. Kannst du den Punkt auch sehen? Nö. Auf der Karte ja. Okay. Alter, das hat... Oh, yeah. Das ist echt dunkel, ne? Ich sehe die Flagge schon. Achtung, hier geht es ein bisschen schneller. Du bist schon zu weit weg. Wie, ich bin zu weit weg? Will ich vorbeifahren? Naja. Oh, Lab ist eigentlich gar nicht so groß, ne? Das täuscht, ne? So. Karte enthüllt. Ach so, bist schon dran. Ja. Sag das doch. Stammausgabe, da ist auch eine Stammausgabe. Dein Ernst? Okay. Tankstelle. Okay, wir verzagen, wir fahren jetzt. Naja, er hat ja gesagt, wir müssen. Naja, bis hier runter wieder fahren, bis zum. Wobei, wir können ja Fahrzeuge wechseln, ne, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Dann lass uns doch ein Fahrzeug wechseln. Habe ich gerade gemacht. Und wie geht das? Ich muss A gedrückt halten auf das Fahrzeug. Ach so. Dachkoffer. Ja, bringt mir nichts. Doch, hier steht noch ein anderer LKW. Dachkoffer und Ersatzrad. Okay, dann fahren wir mit denen. Fahren wir dann hoch zu dieser Werkstatt, okay? Klingt das nach einem Plan? Warte mal. Was soll ich warten? Ist das deiner? Hast du jetzt was wir brauchen? Also ich fahre mit den Kleinen hier. Ich dachte, du wolltest noch den anderen LKW nehmen. Ja, den kann ich nicht nehmen, weil da steht Sonnigy drauf. Achso, Sekunde bitte. Dann musst du den nehmen. Welcher ist denn das? Wie hieß denn der? Welche Bezeichnung? Ja, keine Ahnung. Ah, ich hab'n. Okay, so. Was brauche ich jetzt? Jetzt gucken wir doch mal. Er hat irgendwas gesagt mit... Mehrzweck. Kann ich da näher ran? Tank? Nein. Sattelkuppel? Tankwagen? Werkstatt. Werkstatt, Sattelanhänger. Das wahrscheinlich, ne? Ja. Und Werkstatt. Nee, aber Werkstattteile habe ich auch. Trägt zwei Werkstattpunkte. Nee, das muss ich wahrscheinlich. Genau, mit den Punkten müssen wir damit. Pass auf, ich nehme das jetzt. Achtung. Montiert. Ja. So, und damit. Fahren wir los, oder? Ja, richtig. Alter Falter. So, jetzt machen wir die Handbremse los. So, dann fahr du vor. Das fahren wir jetzt noch bis dahin. Also, das schön, kriegen wir noch. Also, wir haben ein kleines Auto hier. Hoch wie gesprungen sein. Du mit deinem kleinen Auto. Wow. Hat sich ein bisschen anders. Gib's zu. Ja, meiner auch. So diese geile Innenperspektive. Du hast jetzt nur zwei mit, aber besser als nichts. Ja komm, jetzt nicht wollte ich sagen, besser als nichts. Das ist jetzt das große Ziel hier. Nur zwei, sagt er im Chat. Ey, fahr nicht so weit weg. Lass mich hier nicht alleine. Das Allrad auch an? Warum muss er nicht wieder die harte Arbeit machen? Ich habe den Hänger geschleppt, jetzt schleppe ich hier Werkzeugteile. Ja, du bist der Mann, der alles gut gewesen. Ich glaube, der hat nur Allrad. Ach nee, hat er. Du hast doch vorhin auch gerade die Karte aufgedeckt bekommen, wo ich rangefahren bin, ne? Ja, ja. Dann mache ich mit dem kleinen Wagen die Beobachtungspunkte fertig. Okay, dann mache das und ich fahre. Genau. Dann haben wir beide quasi
Wo möchte ich denn? Zwei verschiedene Aufgaben. Warte mal, wenn ich hier schräg über die. Ja, immer nur der Straße, ja. Hast du recht. Eigentlich immer nur der Straße. Das machen wir jetzt noch. Wir sind zwar jetzt schon bei 30 Minuten Aufnahme, aber hey. Weißt du? Jetzt gibt's hier mal am Samstag. Oh, ich habe gerade Schaden bekommen. Ja, ich auch durch den Buckel. Ja, ja. Aber ich muss durchaus zugeben, im Multiplayer macht es mir echt viel mehr Spaß. Aber es ist immer gut Multiplayer halt, ne? Ja, ja. Ah, ich muss ja echt in die Cockpit da Perspektive. Ja, ich mach jetzt auch mal. Ich frage jetzt bei auch den engen Kurven. Ja, bei den engen Kurven siehst du sonst nichts. Cockpit siehst du wesen. Das ist schon nicht schlecht. Scheiße, die Batterie des Controllers ist fast alle. Ich doch jetzt auch noch das. Ich dachte die Autobatterie. Okay, hier ist schon mal ein Sägewerk. Ich muss. Ja, da. Das schaffen wir, das schaffen wir. Im Simulationsmodus hast du im Automatik kein Differential. Okay, danke dir. Unser Navi hat gesprochen, hast du gehört? Ich hab keins. Naja, darum lese ich dir ja vor, was mein Navi sagt hier im Chat. Es gibt wertvolle Tipps. Aber interessant, dass wir einen Zuschauer haben, der das Spiel auf jeden Fall gerne spielt. Ja, das ist ja auch, das Spiel hat auch eine hohe Fanbase, weil ich das weiß. Ja, also, ich auch. Auch dazu sagen. Weißt du, was ich mich noch freuen würde, wenn es noch in Game Pass reinkommen würde? Und zwar das neue Dakar. Da hätte ich auch Bock drauf. War Wüstenrennen, oder? Weiß ich nicht, wie das... Bitte? War das ein Wüstenrennen? Genau, durch die Wüstenrennen, also die typischen Dakar-Rennen. Und das halt, ich mag das halt wohl. Du hast ja dann auch, du musst dich selber orientieren mit deiner Karte, ne? Das ist ja keine Punkte, nix. Du musst dann durch oder dein Auto zwischenzeitlich reparieren und sowas, wenn was kaputt geht. Das ist halt richtig geil. Boah. Die kleine Pfütze, die bringt mir ja schon aus der Tube hier. Oh. Ich erst mal hoch, ey. Ich darf mit dem Fahrzeug auf jeden Fall nicht im Matsch rein. Ne? Böse, nee. Ja? Da ist böse. So, jetzt muss man kurz selber die Karte hier abchecken. Oh, jetzt habe ich erstmal. Boah, du hast. Ich wollte gerade sagen, du bist ja gleich da, Alter. Echt? Ja, ich scheiße. Kämpf mich hier wie Rambo hier durch die Gegend. Ping, 300 MS hast du. Verbindung. Du schlecht. Hast auch 300 MS. Gefährlicher Wasserstand, nein. Oh Gott. Wir dürfen die Server hier nicht abkacken. Ey, unser Navi im Chat. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn wir jetzt aufhören? Mit der Runde können wir die ja zwischenspeichern, diese Multiplayer-Runde, oder müssen wir die wirklich die komplett durchzocken, die Challenge? Sonst geht uns alles verloren. Das könntest du mal noch reinschreiben. Ja, das wird schalt in den ersten Gang, dann hast du Differential. Okay, aha. Ja, gut zu wissen. Wenn ich in den ersten Gang schalte, habe ich Differential. Die Profis hier. Das ist mal, Alter. Mal, wie weit bin ich denn jetzt noch? Boah, ich bin vom Weg abgekommen. Fast da. Dein Ernst? Vor allem, es wäre eigentlich cool, wenn du jetzt die Map langsam freischaltest, weil... Ja, ja. Ich bezweifle, dass ich... Fahr jetzt durch den Wald. ...hier den schnellsten Weg fahre. Ja, ich muss eigentlich auch. Scheiße. Fahr ich rüber durch den Wald? Ich bin vorher durch. Ah, ne, es sind zu viele Bäume, oder? Das schaffe ich nicht. Boah, das ist nee, 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 nee. Nee, das schaffe ich nicht mit den LKW. Ich muss am Wasser bleiben. Ach, du Scheiße. Ich bin gleich da. Aber ich muss selber komplett da machen. Du musst es unbedingt entdecken, ey. Los! Oh Gott, ich hab nicht umkippen. Oh, ich hatte so eine Schräglage. Ich dachte schon, ich kippe jetzt um mit dem Fahrzeug, ne? Das war's gewesen. Dann hättest du mich... Ah, Scheiße, nee, jetzt fahre ich komplett in die falsche Richtung. Ich steck hier, glaube ich, fest. Na, dann zieh dich raus. Nee, ich steck wirklich richtig fest. Ach, heul denn nicht rum. Dein Mann, wir sind Mudrunner. Scheiße. Geringer Wasserstand. Oh, was tue ich hier überhaupt? Nein, ich kipp gleich. Oh, ich hab wieder Wasser. Und Winde abmachen. Sag ich da. Ach so, da. Einfach wieder nach alles oben gut. Drücken und Winde lösen. Alter, was tue ich hier? Bitte, die ganzen Mudrunner-Profis, die gucken sich das an und denken sich so, Alter, was tut dieser Mensch? Was tut er diesen LKW an? Ist das tiefes Wasser hier? Ich
Aber ich glaube, ich bin wieder auf einem guten Wege. Ich auch. So, ich bin gleich da. Wir sind auf jeden Fall da nicht. Ja, das wird Zeit. Das ist die Karte hier. Deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, aber ich denke, da der Server stellt, behält der Stand. Aber genau weiß ich jetzt nicht. Okay. Scheiße, jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Jetzt war eigentlich schon, weil er speichert ab und zu durch. Zwischendurch. Ich habe ein Problem jetzt. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt, bin dabei weitergefahren. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Das sieht alles so gleich aus. Ach du Scheiße, du bist so reingefahren. Jetzt sehe ich das auf der Karte gerade. Ja, das ist der einzig logische Weg gewesen. Ach da, aber ich bin richtig. Da ist der Ausgang. Oder sonst hätte ich durch so einen tiefen Wald gemusst, ne? Deswegen. Ach du heilige Scheiße. Ich fahr schon mal zum nächsten Beobachtungspunkt. Mach mal, ich kämpfe mich hier durch. Das ist geil. Ich fühle mich so männlich, wir wächst gleich ein doppelter Bart. Ich habe auch schon Pornobalken. Oh. So. Wo bin ich? Ja, das sieht gut aus. Hier durch. Wahrscheinlich kurz bergab. Ah. Wow, nicht so schnell bergab. So, jetzt dann da vorne rechts. Dann hier durch. Und das da vorne sieht aus wie die Straße. Ja! Ja! Die Matschstraße! Ich hab die Matschstraße wieder! Ah, ich hab geklappt. Du bist quasi eigentlich den gleichen Weg gefahren wie ich. Oh nein! Oh nein! Boah! Ich fast auf die Fresse gelegt. Aber der Matsch ist. Der Matsch ist. Alter, hast du gesagt, ich bin gleich da? Willst du mich verarschen? Ich hab noch nicht mal ein Viertel geschafft. Oh, hier ist eine Pumpe. Im Wasserdifferential anmachen. Ja, okay, hast du ja recht. Beim nächsten Mal. Das nächste Mal im Wasserbett mache ich Differential an. Erster Gang. Ich hab's nie vergessen. Ich höre um Tipps. Was machst du denn? Ja, ich hab's probiert. Mein kleines Fahrzeug bleibt ab und zu mit dem Reifen im Matsch stecken, dann will er hier fast einen Unfall bauen. Schon geil irgendwie. Ich finde das geil, in der Nacht zu fahren, ne? Geh ich total drauf. Da hat was, also der Schmied gerade auf jeden Fall angezogen. Wäre noch cool, wenn hier irgendwie noch so ein Bär vorbeigehen würde. Oder ein Jedi. Da steigen wir aus und erlegen den. Oder Geister. Stell dir vor, jetzt würde hier so eine Geister aller mitten auf der Straße auftauchen. Boah. Das wäre geil, die würde ich erstmal voll wegrufen. Richtig schön, also, weißt du? Und dann schütze ich sie cool, wieder in den Brunnen. Aber ich finde cool, wenn man ruft, dass so ein Bassflame kommt. Oder so, vom Auto. So, warte mal, jetzt muss ich mal was gucken, wo bin ich? Ich muss ja nebenbei auf die Karte gucken, dann gucke ich, wo ich lang fahre und dann gucke ich nebenbei noch auf den Twitch-Chat, um Tipps zu lesen. Versuch das mal. Das ist so, halt. So, warte mal, jetzt gehe ich mal in den Gang rein. So, Karte aufgedeckt. So. Ah. So. Ich war jetzt hier im ersten Gang. Ergo Differential. Wurde mir so gesagt. Ich glaube, das macht gerade wirklich ganz cool. Eins ist der Nachteil, ich kann die Kamera gerade nicht mehr bewegen. Achso, doch jetzt. Einfach mal wieder den Stick drücken. Ja, Sanuchi, das wird doch was mit dir. Du bist doch Profi. Mudrunner Profi bin ich. Oh, ist das eine Brücke? Ja. Oh, sag das doch, Alter, wenn ich jetzt hier daneben gelenkt hätte. Meine Güte. Ich hab vorhin gesagt, dass eine Brücke kommt. Gehen wir nochmal in Automatik rein. Ich bin im Ziel. Nee, Werkstatt. Hab ich mich jetzt festgepackt? Also. Dann fahr ich nochmal schnell zur Tankstelle. Ist drinne. Warte mal. Oder war der Gang nicht richtig eingelegt? Kann auch sein. War das mal wieder mit der 1 weiter. Der Baum hat's nicht überlebt. So, wo muss ich denn hin jetzt? Ich bin auch bald da. Bald bin ich da. Freunde, ich komme. Mensch, ihr kriegt hier zum Samstag, Freunde, auf den YouTube-Kanal von uns beiden, kriegt ihr hier eine extra long angezockt Video von Mudrunner. Ist das nicht wahr?
Für alle, die einen trostlosen Samstagabend haben, die können sich jetzt mit uns hier in dem Matsch wälzen und zugucken, was wir hier fabrizieren. Ich glaube, wir ziehen das jetzt weiter durch, Vogelmann. Wir machen jetzt hier extra large Samstag-Folge. Hört sich gut an. Ich bin dabei. Das ist jetzt so. Wir müssen das jetzt durchziehen. Das wird kein Schwein gucken. Das ist aber total egal. Ich glaube, ich sehe das Ziel schon. Siehst du mich schon? Ja, ich sehe dich schon. Ich war schon mal zur Seite. Ich komme. Wurde ein Tier oder was? Nee, okay. Da irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, was bei deinem Auto fehlt? Das Jurassic Park Logo. Das habe ich mir auch von auch gedacht. So. Jetzt komme ich hier an. Und jetzt pass auf. Was jetzt passiert, wie der Doni jetzt hier zaubert. Was ist denn? Mach den Scheiße. Hast du eine Seite gemacht? So. Okay, ich bin drinne. Was soll ich jetzt tun? Genau, wo ist unser Navi? Entladen. Entladen. Hier. 2 von 8 Werkschöpfungen. Hat doch recht gehabt, ey. Das heißt, ich muss jetzt noch mehr Werkstattpunkte holen? Wir müssen mehr Werkstattpunkte holen. Das heißt, ich muss die ganze Scheiße wieder zurückfahren. Alter, dann nimm du jetzt aber auch das Auto und nicht das andere. Sonst wie oft soll ich denn hin und her fahren hier? Willst du mich verarschen? Warte. Und können wir das nur von da unten holen? Das kann doch nicht sein. Haben wir noch einen anderen Punkt, wo wir die Sachen holen können? Nee. Nur da unten. Wo Werkstatt steht. Nur da kann ich den Anhänger mehr machen. Bist du sicher? Dann frag mal unser Navi. So habe ich es auch verstanden von ihm. Navi? Navi, was hast du? Ich glaube, Navi ist eingeschlafen. Navi hat lange keine Rückinfo mehr gegeben. Ich glaube, das Navi hat gute Nacht gesagt. Bin mir nicht sicher. Guck mal. Was ist das in der Mitte? Dieses große schwarze Loch. Alter, das ist heftig. Alter, das ist nichts. Das schaffen wir niemals in einer Aufnahme. Die Aufgabe. Nee, tun wir auch nicht. Ich habe auch gerade ein anderes Problem. Ich hätte hier. Boah. Wo bist du jetzt? Da. Aber mit was kommst du denn du jetzt da an? Mit dem großen. Damit ich auch Werkstattpunkte sammeln kann. Achso, du fährst jetzt runter oder was? Nee, ich fahr jetzt da zu unserer Werkstatt hin, tank das Auto nochmal voll. Ja. Und komm mit dir dann zurück. Du kannst eigentlich schon mal wieder zurückfahren oder wir fahren zusammen. Mir egal. Nee, dann fahr ich schon mal zurück und fahr schon mal runter. Und danach ist aber auch Schluss, Freunde. Also dann jetzt fahren wir noch mal einmal zurück, holen noch mal so ein bisschen was für die Werkstatt hier oben. Alter. Oh, ja, Handbremse loslassen, ne? Ach nee, Sanity. Du bist schon geil. So. Wo geht das Fahrzeug eigentlich los? Ich soll jetzt wieder bis dahin kurven. So, wo bin ich denn überhaupt jetzt hier? Ich liege komplett im Wald. Distanz, das ist nur 1 Kilometer, willst du mich verarschen? Das ist 1 Kilometer und dafür brauche ich 10 Stunden. Super. Alter, Falter. So, unser Navi hat geschrieben, doch, ich schreibe die ganze Zeit. Ich habe deine Frage unter anderem auch beantwortet. Was? Deine Frage kann ich dir... Im Wasser? Echt, hast du? Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt gerade gefragt habe. Ja, hat er, wegen der Werkstattpunkte, dass wir immer hin und her fahren müssen. Oh, okay. Ja, geil. Geil. Ich muss mich hier erstmal durch den Wald kämpfen. Mit deinen riesen Dingen kämpfst du dich durch den Wald. Ja. Vor allem, ich muss die ganze Scheiße wieder zurück. Okay, ich bin nicht beladen. Ja, aber... Warte mal. Ich bin da. Ja, immer geradeaus, eigentlich wie immer. Jetzt sehe ich ja und wie ist die Strecke, die war ja vorher zu. Die war ja vorher dunkel. Aber jetzt sehe ich ja, wo es hingeht. Ab durch den Dreck hier. Die sind Mudrunner. Naja. Ziemlich gut sogar. Muss ich jetzt mal, also jetzt muss man sich auch mal gegenseitig erloben. Ist ja klar.
immer. Was ist, wenn ich jetzt in Automatik schalte? Ja, komm mal in die Automatik rein jetzt. Wo bin ich schneller, links oder rechts? Ja, links. Ich muss ein bisschen Wasser, aber das geht schon. Scheiße. Ich hätte tanken müssen. Oh. Kommt hier nicht nochmal eine Tankstelle oder sowas? Das schaffe ich doch nicht. Ja, hier oben ist die Tankstelle. Ich fahre jetzt nicht die Scheiße wieder zurück zur Tankstelle. Fuck, Vogelmann. Wenn, dann habe ich ja Dingsbums. Was hast du? Kleine Fahrzeug Auto, ne? Zur Not. Ja, ja. Ja, komm. Zieh das jetzt durch. Müssen wir halt irgendwann mal mit dem kleinen Fahrzeug dann. Achso, wie du den Multiplayer fortsetzen kannst. Ja, das stimmt. Das hast du beantwortet. Da hast du recht. Gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, Multitasking muss ich machen. Mach jetzt bitte die Brücke. Wow. Hat aber einen Schub gekriegt. Das hat ein bisschen Angst. Ja, was machst du hier? Wow. Zu schnell. So. Und fertig ist er. Ist hier oben? Nicht hochgekommen oder was? Nehmen wir ein Sandwich. Ich geh mal in den ersten Gang rein. Bäm. Latsch. Ah, ist das geil. Ich habe keine Ahnung, ob das für Leute da draußen spannend ist. Also, ihr könnt mir gerne mal bei YouTube drunter schreiben, ob ihr sowas spannend findet. Auch wenn ihr sowas vielleicht nicht spielt, auch wenn ihr überhaupt keine Fan von Schlamm seid. Fetten Maschinen. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier in 1 Plus reingehe? Ah, okay. Motor abgewürscht. Cool. Habe ich auch schon gemacht. Okay, ja, sage ich jetzt nichts dazu, okay? Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. Ach, scheiße, darauf hat er auch hingewiesen. Okay, hast ja recht. Entschuldigung. Aber was denn? Dass ich das dran montieren kann und hinten drauf hätte ich ja noch einen Tankwagen dran setzen können. Also doppelt, weißt du? Naja. Naja, das machen wir jetzt. Das wird alles besser. Wir müssen ja lernen. Wir sind in der Übung, genau. Alter, das ist aber ein ziemlich matschiger Weg hier. Ich fahre mal hier ein bisschen an der Seite. Es geht ein bisschen schneller, Vogelmann. Wie schön das alles knackst, so, ne? Wenn man so über das bisschen Holz drüber. Herrlich. Ich liebe es. Kann förmlich den Wald riechen. Ey, riech mir nicht die ganze Waldesluft weg. Bin mal rein hier. Vor allem sehe ich jetzt gerade erstmal mein Benzin. Nie aufgefallen. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Wie das da hin und her schwappert, da sehe ich jetzt erst. Fällt mir jetzt erstmal auf. So. Oh, fuck. Ah, ich hätte vielleicht den Gang schalten sollen. Alter, ich habe mir fast das Getriebe zerhämmert. Das ist aber nicht cool. Alter, kein Wunder, warum es mir nicht aufgefallen ist. Das war so eine Art Schadensanzeige wahrscheinlich. Sind wir hier richtig überhaupt, Vogelmann? Ja, ja. Alles gut. Wie weit ist es denn noch? Okay, wir haben es gleich geschafft. Gleich geschafft, wir sind auch gleich bei 50 Minuten, mein Lieber. Ein Übo macht den Meister, ne? Aber das heißt ja eigentlich, dass unsere... Hier auch wirklich wieder in den ersten Gang. Boah, schöner Weg hier wieder. Boah, jetzt geht er wieder ab hier wie Spitzkatze. Echt? Hast du einen schönen Weg jetzt da vorne? Ja, komm gleich. Kannst du gleich den Anhang richtig runterbrettern. Die Gegend kommt mir doch bekannt vor. Muss ich aber gleich wieder schalten. Schalte, ja, ja. So. Diesmal nicht. So, wann geht's denn endlich ab? Bin hier immer noch im Schlamm. Bist du gleich, ja. Ah.
Da hab ich gleich mehr gesagt. Beobachtest du gerne die Räder, ne? Zum Vergnügen. Ja, ja, mach ich auch. Stell dir mal jetzt so ein Mudrunner, so ein Battlefield Engine vor hier, so in der Grafik auf Fett. Ja, ich meine, das sieht ja jetzt nicht viel schlecht aus, das Mudrunner. Okay. Ich finde die Grafik stimmig. Ja, es ist passt zum Spiel. Richtig. Nennen wir es mal so. Ah, hier geht's bergab. Hui! Ja, ich mach nichts mehr auf. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel besprochen vom Berg. Ich könnte noch einen Master-Tipp geben. Naja, wie könnte machen? Genau. Schmeiß mal rein mit dem Master-Tipp. Also. Wow. 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 Oh, ich bin angekommen. Angekommen? Na, dann rüste dich schon mal aus. Ich. Ah. So, wo bist du? Nee, warte mal. Du musst da lang. Da lang. So, aufgetankt. Was hat er gesagt? Werkstattpunkte brauchen wir, ne? Ja, Werkstattpunkte und hast du. Wo hast du dich jetzt aufgetankt? In der Werkstatt. Ach, da kann man auch tanken? Jo. Ach so? Aber nur an der Freigestellung, hab ich gesagt. Naja, dann hab ich doch keine Probleme. Dann schaff ich's doch. Bist du hier durch das Wasser, durch die Pfütze gefahren? Ja, wahrscheinlich. Müsste ich gefahren sein. Da gibt's noch so einen kleinen linken Weg. Ja, ich frag lieber nach. Nimmst du trotzdem den Dingsanhänger mit? Den Benzinanhänger? Zusätzlich? Kannst du machen? Benzinanhänger? Wie heißt denn der? Ich guck mal, ob der Master-Tipp da ist. Okay, er ist da. An einer Werkstatt kann man nicht tanken, aber ihr braucht jetzt noch Sprit- und Werkstattpunkte. Also LKW 1 montiert, erstmal Benzin tanken, beide auf und dann montiert LKW 1 einen Anhänger mit 4 Werkstattpunkte und LKW 2 mit 2 Werkstattpunkten, noch ein Tankwagen und dann eine Kolonne ab zur Werkstatt. Ja, ungefähr so war mein Plan jetzt auch. Also, so hatte ich das jetzt im Kopf gehabt. Ne, Vogelmann, so. hatte ich dir von Anfang an gesagt, wenn wir heute spielen, dann machen wir das genau so. Hab ich gesagt, oder? So, ich habe jetzt einen Werkstattanhänger angekoppelt. Info trägt 2 Werkstattpunkte. Nur? Nur 2. Ich konnte nur den und bei den anderen steht nicht verfügbar. 53 Minuten. Wir hätten uns die erste Tour sparen können mit dem Segelkack, ne? Von vornherein, ja, aber. Bei dir. Von vornherein, das war die unnötigste Runde, die wir gemacht haben. Wir sind einfach blind losgefahren. Ja, naja, das ist halt. Ich bin bald da, ich bin bald da. Oh. Das Problem ist, wir können jetzt nicht dann einen Cut machen und dann eine zweite Aufnahme. Also entweder ziehen wir jetzt die Scheiße durch, aber wie lange wollen wir denn hier die Aufnahme machen? Das ist ja schon, wie spät ist denn das? Ganz spät, ne? Ja. Ich weiß nicht, wir brauchen ja bestimmt hier locker 2 Stunden, oder, dafür? Das kann gut sein, ja. Komm mal, Vogelmann, komm mal. Gut, bei dir ist alles abmontiert. Dann mach du da mal die Punkte dran, wie er gesagt hat. Ja, ich soll wieder machen, ja, war ja wieder klar. So, also Werkstattanhänger trägt 2 Werkstattpunkte, trägt 2. Hier, trägt 4 Werkstattpunkte. Genau, den machst du dran. Aber nee, da fehlt was, da fehlt irgendwas. Das ist rot markiert, weil es steht zwar verfügbar da. Ach, Sattelkupplung. Ich brauche eine Sattelkupplung. Da. Erstmal die Sattelkupplung montieren. So. Und jetzt haben wir hier nämlich 4 Werkstattpunkte. Oh, Alter. Oh. Das ist ja ernst jetzt. Und da kann ich immer noch was hinten dran baumeln lassen. Macht doch keine Scheiße. Nee. Wir machen erstmal die Werkstatt jetzt fertig, ne? Eins nach den anderen. Okay, wir machen die Werkstatt fertig. Los. Ich fahr jetzt mit der Scheiße los. So, wo bin ich jetzt aufgetankt? Ich wurde gerade betankt an der Werkstatt. Ich habe auf jeden Fall Tank bekommen. Naja, ich habe ein bisschen bekommen. Ich bin jetzt bei 200. Das reicht auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, gut. Dann fahre ich schon mal voraus mit meinem kleinen Anhänger hinten dran. Ja, und ich mich lässt wieder jucken, wa? Ey, ich habe nur die schwere Scheiße hier am Arsch.
Natürlich fahre ich jetzt rückwärts. Ich wegschneiden. Guckt euch das an, liebe Leute. Geil, ne, wie ich das mache, oder? Was hast du da hinten dran? Haus oder was? Ja, ja, muss umziehen. So. So. Jetzt dann fahren wir. Freunde. Alter, wie lange brauche ich jetzt dafür? Halt, jetzt habe ich erstmal den Schalter gemacht. Warte mal, ich glaube, ich gehe mal in den ersten Gang rein. Ab geht's. Alter Falter. Dass man den Vogel da verscheucht. Hängt das kleine Alter. Auto noch hinten dran? Das fährt alleine und kann was mit und kann man immer gut gebrauchen. Verdammt, das habe ich das jetzt erst gelesen. Du kannst das kleine Auto mitnehmen, Vogelmann. Ja, das ist jetzt zu spät. Ja komm, jetzt scheiß drauf. Wir machen das jetzt so. Wir sind jetzt Männer. Diese Tipps muss ich mir erstmal alle ganz in Ruhe nochmal durchlesen. Und dann beim nächsten Mal umsetzen. Heute das erste Mal. Schön, der Tipp in dem ersten Gang, der reicht mir schon mal. Ist schon mal gut, ne? Das fährt sich schon mal ganz angenehm, oder? Du musst dann halt nur aufpassen, wenn du dann zu lange im ersten Gang drin bist, ne? Bei keinem Widerstand. Dann fliegt dir die Kupplung um die Ohren. Das habe ich wieder Automatik drin. Echt? Nö, hier kann ich alles noch im ersten machen. Alles noch schick. Oh, meine Hütte da hinten, die Wacke da hinten so rum. Kippen. Naja. Ich muss sagen, der Wagen hinten gibt mir richtig viel Grip eigentlich. Also ich bin gerade gefühlt schneller als wir ohne gerade. Ja, ohne Scheiß. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ich warte mal, bis du da fertig gefahren bist. Wieso? Ich bin an der Seite. Guck mal, ich bin schon vorbei. Jetzt komme ich hinterher. Wie geht das? Jetzt bin ich mal richtig im Wasser drin, aber ach, kein Problem für Sonnenschi, den Ultra-Experten. So, jetzt hat er nochmal geschrieben, ach, Switch zu kleinem Auto. Ja, jetzt ist es wirklich zu spät, also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, da zurück zu ratteln. Warte mal kurz, Vogelmann, ich muss mal kurz gucken, wo sind wir denn eigentlich? Welchen Weg müssen wir denn nehmen? Den rechten, ne? Das ist der rechte. Nee, was du nimmst, immer der Straße folgen, immer der Straße folgen. Ja, naja, gut. Ja, ist gut. So, hier geht's nochmal leichten Berg hoch, Achtung. So, und dann kommt nämlich hier diese, ich sag jetzt mal, normale Straße gleich. Und da musst du dann nämlich aufpassen mit dem ersten Gang. Ja, ist ja gut. Mach keinen Stress da hinten. Nicht einpennen, guck mal auf den Tacho. Wir werden nicht umsonst bezahlt. Ja. Die Scheiße muss heute noch zu Edeka. Ich muss umziehen. Meine Familie sitzt hinten im Waggon. Na dann, wir müssen uns auch beeilen hier. Ich bin auf die Brücke gespannt, ne? Ich glaub, müssen wir richtig gut anpeilen. Ja, ach scheiße, kommt ja noch die Brücke. Was sagst du sowas? Alter, pass auf jetzt hier mit dem Lenken. Wobei das ja noch immer die Anfangsstrecke ist, ne? Also das erste Level. Das erste Level. Dann mit Bergen und sowas. Ja. Mit richtigen Strömungen im Fluss. Mega. Freut man sich jetzt schon drauf, ne? Ich denke auch so kommen wir noch aber nee. Relativ gut alleine zurecht, ja? Aber erst ab dem, würde man sagen, überhaupt ab dem zweiten späteren Levels, ne? Ja. Ab den späteren Levels wird es dann echt schwer werden. Aber ich komme raus. Alles cool. So, jetzt fahren wir hier mal durch. Wow! Das ist noch mit Gas, Junge! Und hoch!
Aber ich mag die Physik von den Fahrzeugen. Ja, das ist mega cool. Ich mag die auch zu beobachten. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden, zwischen drinnen fahren, draußen fahren. Ich gucke wirklich so gerne zu, wie die Reifen da so. Mein Waggon hinten, der wippt hier hinten richtig gut mit. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ich zock das gerade nebenbei. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Direkt mitzocken. Oh, Alter, jetzt wird's nochmal gut hier werden. Achtung. Hier den ersten Gang anmachen, ne? Ja, ja, ich bin drinnen. Gut. Hier ist nochmal ordentlich zu tun. Ich lass dich mal vorfahren. Du bist ein bisschen angemeißelt. Wo bist du denn? Ja, ich fahr doch schon die ganze Zeit vor dir. Ich bin ein bisschen schneller als du, deswegen warte ich. Ach echt? Ja, ja. Ich hatte so ein gutes Gefühl, dass ich eigentlich ziemlich schnell bin mit den, gerade mit den Hängerchen. Alter. Bin ich noch richtig? Ja. Ja, ne? Wobei? Nee. Wir müssen rechts lang. Wir müssen nach rechts. Dann wende mal. Wegen richtig. Ja, scheiße. Oh, Kacke. Ja. Wir sind ja jetzt schon Männer mit Schnauzbart. Ja, der Hänger darf sich bloß halt nicht festsetzen. Der da mit seinem Bakaluden-Anhänger. Wir stützen uns, komm. Bist du die Straße oder wo bist du? Mach mir ja keinen Schaden, du am Auto. Ey! So, ich hab immer diese polnischen Fahrer hier. Ah! 62 Minuten Aufnahme. Ich will krachen. Oh, fuck. Aufpassen, ne? Sah nicht gerade gesund aus. Nee. Aber das sah vorhin schon schlimmer aus, wo ich vorhin mal ganz kurz richtig schief war. Alter. Geradeaus, ja, ne? Oder rechts? Oh, suchst du aus. Ach, scheiße. Rechts, ich fahr rechts, du fährst links. Ja, ich fahr links. Nee, ich fahr rechts. Wow. Ob das eine gute Entscheidung ist, ich bin mir nicht sicher. Gönnt euch das DLC, ist nice. Ja, erstmal müssen wir uns hier das Hauptspiel hier gönnen. Oh, speichert stand bei mir gerade. Bei mir stand gerade speichert. Ja, bei mir auch. Ach, guck. War das jetzt schon öfters da oder war das jetzt zum ersten Mal? Was jetzt, das kommt schon öfters. Ja, dann ist doch die Frage von Anfang an, war doch dann erledigt, ob wir da weiter zocken können, wenn wir jetzt aufhören würden. Nee, ich hab ja ab und zu immer gesagt. Jetzt gibt's ja Extra Launch Mud Runner. Das ist jetzt so. Raus, ja. Na gut, dass du rechts gefahren bist. Ich hab hier große Probleme gerade. Echt, ja? Ich bin einen guten Weg entschieden. Wobei ich ziemlich schief, also ich muss ein bisschen aufpassen. 114 Liter habe ich noch. Sollte reichen. Also ich komme jetzt vorne an der Gabelung raus. Ja, ich sehe schon. Ist gut? Ach, da. Oh ja. Da kommt er durch den Schlamm. Alter, hier ist aber auch nochmal heftig. Pass auf, ey. Mal hier so ein bisschen links. Genau die Idee hatte ich mal. Das ist sonst zu heftig. Oh! Alter! Oh, ich rutsch weg. Ich rutsche. Okay, jetzt hab ich drauf. Naja, seh ich schon. Alter! Sonst kann jeder umgehen, halt hier auf Killen, ne? Das fühlt sich gerade nicht besser an hier oben, ne? Ja, ich sehe schon, lass dir auch tiefe Spuren da. Scheiße, jetzt ist der Laptop aus. Nein! Ah, also Freunde. An die Live-Zuschauer, ich kann ja jetzt erstmal den Chat nicht mehr sehen. Bitte nicht wundern, wenn ich jetzt nicht mehr reagiere. Oh, fuck, ich rutsche voll rein. Oh, Mann!
Oh, oh, Vogelmann! Oh, ich hör's bei dir knacken, oh, überall. Geht's? Scheiße. Ja, ich... Achtung, ja, Brücke kommt jetzt, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Schön langsam. Ja, ja, schön langsam, ich weiß. Die Brücke, ja, sieht gut aus. Durchhält. Du gleich bei mir knackt. Ach, scheiße. Ah, so, jetzt vergessen, auf Automatik zu schalten. Warte mal, Vogelmann. Bleib mal kurz stehen. Ich muss kurz was trinken. Oh. Ja, ist eine gute Idee. Leute, das ist alles live. Das müssen wir jetzt hier mal dazu sagen. Da wird jetzt nichts gecuttet oder rumgespastet. Nein. So. Uncut wie immer. Weiter geht's. Aber wir müssen mal so sehen, ja? Wenn wir die Werkstatt da jetzt fertig haben, wir haben ein Sägewerk in der Nähe. Richtig. Ja? Und dann können wir was Sachen holen, aber wir können jetzt keine Tipps mehr aus dem Chat bekommen. Also der Chat ist jetzt aus. Auf jeden Fall brauchen wir einen Kran, damit wir das Holz auf den Laster schieben können. Das heißt, einer von uns braucht halt den großen Holztransporter und einer muss dann halt das Holz aufladen. Ja, wir müssen ja die Autos noch hinholen, aber ich würde sagen, wir machen dann einen Aufnahmestopp, wenn wir das jetzt hier erstmal geschafft haben. Also das ist sonst. Das sind jetzt 66 Minuten, also. Jetzt schon die Kommentare bei YouTube. Seid ihr das Wahnsinns? So lange. Mudrunners. Scheiß, guckt doch keiner. Ich denke mal, so ein paar Fans werden wir auf jeden Fall davon haben. Na, einste? Boah, wenn ich Fan schon von so einem speziellen Spiel wäre, dann würde ich nur jemanden zugucken, der wirklich Ahnung davon hat, wo ich noch was lerne dabei, weißt du? Ich gucke nur zwei Idioten zu, die hier versuchen, durch den Schlamm zu kommen. Ja, aber vielleicht ist das auch amüsant für die beiden, für die Leute, die zugucken. Oh ja, total. Total. Kippen. Oh. Oh mein Gott, ich sehe das. Da ist es. Cool, Mann. Oh. Danach machen wir echt eine Pause erstmal, ne? Wir speichern. Ich muss atmen erstmal. Da war schon wieder Nacht, ne? Auto. Ey, schon wieder ja, Nacht, ne? Zwei Tage gebraucht für 2 Kilometer Autofahren. Ey. Scheiß doch die Wand. Und er speichert, sehr schön. Oh, ich mach dir ein bisschen Platz. Sehr schön. So. Abstellen. Laden. Hä? Oder nicht entladen jetzt. Bäm! Mehr was? Mehr? 6 von 8. Achso, ja, du machst das jetzt. Ja, warum will er nicht? Du jetzt. Du musst, Yeah! Oh, mit Solo. Gitarren-Solo. Yeah, Erfolg! Oh, es gibt einen Erfolg. Oh mein Gott. Das war wirklich geil. Pokémon, es war mir eine Ehre, mit dir Mudrunners an diesem wunderschönen Samstag zu spielen. Ja. Mal gucken, ob wir das beide erstmal noch weitermachen und ob wir irgendwann mal wieder auf YouTube was machen. Weil das bringt jetzt nichts. Also wir könnten danach noch eine Aufnahme machen, wie wir das abholen und so. Aber Freunde, wir müssen uns erstmal reinfuchsen. Und vielleicht habt ihr wirklich Bock auf das Spiel und sagt euch, ey Mensch, dann machst du doch einmal im Monat. Und dann gibt es einmal im Monat so eine XXL Mudrunner-Folge. Und da haben wir dann aber auch schon ein bisschen was drauf. Aber wir müssen natürlich erstmal die Grundmechaniken kennen. Ansonsten rennen wir ja eine Stunde nur rum und ihr denkt euch, oh mein Gott, ihr Idiot. Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass wir dann quasi, wenn die Leute das wirklich gefällt, dass wir dann quasi mit der zweiten Map anfangen und dann... und Ziele setzen, ein bisschen besser organisiert sind. Vielleicht machen wir das auch. Kann man vielleicht fahren wir auch mal alles durch. Er dreht weiter. Ich hab nichts dafür. Ja, ich soll weiterhin. Okay, Freunde, Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, für eure Unterstützung auf meinem Kanal und auf Vogelmann seinen Kanal. Und natürlich auch Dankeschön an die Live-Zuschauer und unseren wunderschönen Navigator hier.
in den ersten Anfängen von Mudrunners. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sonnechi und natürlich auch der Vogelmann Mudrunner. Ach, Effektlautstärke, ich will Idioten. Das ist doch der Punkt. Jetzt finde ich hier die Lautstärke. Scheiße. Ach, manchmal aber, naja, egal. Ich hoffe, man hat uns trotzdem gehört. Bis dahin. Tschüss.